Ich habe mit Ihnen im letzten Gespräch auch über Israel gesprochen. Israel hat Probleme oder hat Probleme erkannt bei jungen Männern, die bekommen Herzmuskelentzündungen, was auch immer. Jedenfalls haben die Probleme mit dem Herzen nach der Impfung. Da hat man jetzt gelesen, wir sind ja jetzt fast 3 Wochen weiter, als ich das gefragt habe, das erste Mal, hat man gesehen und gelesen, dass die das wirklich ernsthaft jetzt voll untersuchen wollen, dass die dabei sind, dass die rangehen. Ergebnisse haben sie natürlich noch nicht. Oder Sie wissen mehr. Aber wissen Sie, wo mir der Schuh drückt? Wenn wir sagen, besonders junge Männer sind davon betroffen. Und jetzt sagen wir, wir geben es dann für Kinder frei, 13 bis 16. Und dort sind die 17-Jährigen bis 19-Jährigen vornehmlich betroffen. Na, da würde ich doch als Eltern mir riesen Sorgen machen. Also zunächst mal sind die Untersuchungen in Israel zumindest in den ersten Ergebnissen gestern publiziert worden. Also wir haben erste Daten. Die Fälle, die berichtet oder die aufgefallen sind, betreffen vor allen Dingen die Altersgruppe in den 20ern und 30ern. Also nicht so sehr die Kinder, sondern wirklich junge Männer, wo eine Häufung von Myokarditiden, also Herzmuskelentzündungen, beobachtet wurde. Über das Zufällige hinaus. Also wir haben ja eine gewisse Häufung oder eine gewisse Zahl von Herzmuskelentzündungen in der Bevölkerung. Das sind wir quasi gewohnt. Die kommen vor. Und in dieser kleinen Gruppe von jungen Männern waren die häufiger, als man es erwarten würde, nach der Impfung. Es ist kein Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang der Impfung, aber es ist ein Hinweis, dass da was sein könnte. Da muss man halt weiterschauen. Es sind nicht Kinder betroffen. Ich habe das gestern auch gelesen in der Jerusalem Post und habe die Zahlen mir angeguckt. Die sind, wie gesagt, sind auf dem Weg, das zu untersuchen. Wird auch sicherlich weitergehen. Aber ich habe dort auch deutlich von 17-Jährigen, 17 bis 19-Jährigen gelesen. Es gab auch Fälle bei 17- bis 19-Jährigen, aber die Masse der Fälle war älter. Das liegt natürlich, muss man auch sagen, daran, wenn ich eine Gruppe vermehrt durchimpfe, dann sehe ich da natürlich auch eher Signale. Ne? Also die Israelis haben halt angefangen, wie wir mit den Älteren und sind dann langsam in die jüngeren Gruppen reingegangen und sie haben natürlich mehr junge Erwachsene geimpft als Kinder, weil sich das in die Richtung fortbewegt hat. Und wir haben zum Beispiel dieses Signal noch gar nicht, weil wir relativ wenig junge Erwachsene und schon gar keine Kinder geimpft haben bisher. Deswegen gibt es in Europa diese Daten gar nicht. Man könnte auch spekulieren, vielleicht ist es was Besonderes in Israel. Das weiß man alles noch gar nicht. Aber es ist klar im Moment, dass es diese Äußerung gibt und dass man darauf achten muss. Die Israelis haben aber auch ganz klar gesagt, dass die Häufung dieser Herzmuskelentzündung und auch die Ausprägung, die Schwere, so gering ist, dass es überhaupt keinen Grund gibt, nicht die Impfung zu geben. Selbst bei dieser Gruppe, die relativ wenig gefährdet ist. Wenn ich als 17-Jähriger die Infektion bekomme, ist ja mein Risiko, dass ich krank werde durch Covid-19, sehr gering. Das sind Promille, die da wirklich betroffen sind. Manchmal für die allermeisten ist das eine relativ harmlose Infektion. Und gegen diese geringe Manifestationsrate muss man dann natürlich das Risiko durch die Impfung rechnen. Und wenn das Risiko durch die Impfung größer wäre, dann würde die Impfung keinen Sinn machen. So ist es aber nicht. Das Risiko durch die Myokarditis ist trotzdem noch deutlich geringer nach den Zahlen, die wir bisher haben. Das mag sich ändern, aber bisher haben wir keine anderen Zahlen. Deswegen muss man das sicher beobachten. Aber es gibt im Moment keinen Grund zu sagen, wir lassen mal die Finger von und die Impfung ist gefährlich für Kinder und Jugendliche. Das wäre falsch.